Hallo, willkommen zu unserem neuen Video. Willkommen zu einer neuen Woche mit uns. Die startet hier auf einer Farm mitten in Saudi-Arabien. Wie wir hierher gekommen sind, das erzähle ich euch später. Aber wir genießen es gerade wieder richtig, mal wieder im Grünen zu sein und hier einfach mal wieder anzukommen ein bisschen. Genau, die Farm gehört den lieben Hamid. Der hat uns jetzt hier gerade mal alles ein bisschen gezeigt. Vor allen Dingen halt, wo die Dusche ist. Und die werden wir, glaube ich, heute alle nutzen. Und sind gespannt, was uns heute Abend noch hier alles erwartet. Genau, wir kriegen jetzt gleich erstmal einen schönen arabischen Tee. Und ja, dann, wie Tobi schon sagt, dann sind wir einfach mal völlig frei und gucken, wie die Tage hier so werden. Genau, das ist halt für uns auch mal wieder was Neues. Aber es ist echt auch ein super schönes Haus. Er hat das hier alles selbst gebaut, nachdem er quasi in Rente gegangen ist und bewirtschaftet das hier. Genau, und das Grundstück ist gar nicht mal so klein. Es ist richtig groß vor allem. Und es ist alles grün, wie gesagt. Es ist bestimmt eine Menge Arbeit, aber ich denke, da wird er uns auch noch einiges erzählen. Es gibt hier Hühnchen, wie ihr vielleicht seht, und auch ein paar Schafe und einiges, was hier so wächst. Genau, vielleicht dürfen wir ja auch mal mithelfen. Genau, aber jetzt kommen wir erstmal an. Ja. You came from Iraq? Wir haben jetzt schön Kaffee getrunken und danach direkt noch Tee und lecker Datteln. Wir haben auch gelernt, dass es hier, was hat er gesagt, 200 verschiedene Dattelsorten gibt. Also Dattelbäume mit verschiedenen Datteln. Und letztes Jahr in Marokko fand ich die eigentlich gar nicht so geil, aber jetzt liebe ich es voll. Und ja, wir haben uns jetzt ein bisschen kennengelernt und dann hat er gesagt, wir gehen jetzt zusammen einkaufen fürs Abendessen. Und ja, mal schauen, ob wir auf den Markt fahren oder in den Laden, ich weiß es nicht genau. Aber er bestand darauf, dass wir mitfahren. Wir sind gespannt. Ja, wir sind zurück vom Einkaufen und haben jetzt jeder hier so eine kleine Aufgabe bekommen. Und wir sind echt happy, dass wir auch mal wieder was machen dürfen, dass wir nicht immer hier nur so die Bedienten sind. Und ich schnippe jetzt schon mal Zwiebeln und wenn unser Gastgeber fertig ist mit Beten, dann wird er Reis mit Hühnchen kochen. Es ist aber kein Hühnchen von seiner Farm. Die hat er nämlich wirklich nur zum Spaß, zur Freude und vielleicht für ein, zwei Eier. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt unsere erste Nacht auf der Farm verbracht und es war richtig schön. Heute Morgen sind wir geweckt worden von dem Geschnatter der Hühner. Und ich war jetzt schon mal gerade mit Hamid in der Küche und habe schon mal die ersten Vorbereitungen gemacht gehabt zum Frühstück, Kaffee gekocht und er hat mir gezeigt, wie vor allem arabischer Kaffee geht. Und das hat schon Spaß gemacht. Also wenn man sowas mal hier erleben kann, dann sollte man sowas auf jeden Fall mal machen. Weil es ist ist was ganz anderes. Und der Mann ist halt auch super herzlich. Jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal alle wecken und dann geht's zum Frühstück. Und sehe gerade auch schon, der erste ist schon wach. Ja? Because there is no enough sun. There you go.
Wir bekommen hier gerade eine schöne Farmtour. Er zeigt uns alles ein bisschen und es ist einfach super erstaunlich, dass hier vor 6 Jahren, glaube ich, 2018, genau, war hier alles noch Wüste. Also wirklich, hier wuchs nichts außer so ein kleines bisschen ja, Wüstengräser oder so. Und er hat es geschafft, dass hier halt die Palmen wachsen und die Bäume jetzt teilweise auch schon so tiefe Wurzeln schlagen, dass sie bis ans Grundwasser kommen, was 150 Meter tief in der Erde ist. Und ja, er hat, wie gesagt, ein paar Schafe und Hühnchen und baut sich jetzt hier noch sein eigenes großes Familienhaus. Ist richtig, richtig cool hier. Ist ein kleiner Traum auch von mir. So eine Farm, das wäre echt cool. Ich wasche jetzt gerade mal ein bisschen Wäsche und ich habe vorhin schon festgestellt, im Schleuderprogramm muss ich die Waschmaschine festhalten, sonst habe ich das Gefühl, die wandert durch den ganzen Raum und fällt irgendwann um. Wir waren jetzt eben noch mal mit Hamid einkaufen. Heute Abend gibt es Kamelfleisch. Ja, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen seltsam für europäische Ohren, aber hier ist es völlig normal. Das gibt es auch im Supermarkt. Also nichts Weltbewegendes, aber wir freuen uns drauf, weil wir es noch nie probiert haben. Und jetzt will er mit uns noch einen Ausflug machen. Wir wissen aber nicht, wohin. Da hier gerade Luft abgelassen wird, gehe ich mal davon aus, dass wir eventuell in die Dünen fahren, was natürlich richtig cool ist. Und ich durfte ja heute auch Quad fahren, also wir alle. Und es hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Ich liebe das ja. Und hier im Sand macht es gleich nochmal so viel Spaß. Depths of silence, where echoes remain. You were the sunrise, and I was the rain. A collision of souls, opposing in flight. I was the darkness, you yearned for the light. Goodbye.
alive. I said, hold on. You say goodbye. Guten Morgen. Wir haben uns entschieden, noch einen Tag zu bleiben, weil unser Gastgeber das auch ausdrücklich so gewünscht hatte. Und ja, wir dachten, warum nicht? Es ist super schön hier. Wir können noch einen Tag relaxen, nochmal duschen. Und ich glaube, er freut sich auch wirklich, dass wir hier sind. Er lebt ja allein auf dieser Farm. Seine Frau bevorzugt die Stadt, hat er uns erzählt, und kommt nur selten mal hier raus. Und deswegen, glaube ich, freut er sich wirklich über Gesellschaft. Und ich hatte ja noch gar nicht erzählt, wie wir überhaupt hierher kamen. Wir stehen ein bisschen in Kontakt mit anderen Reisenden, das ist ja eigentlich ganz klar. Und die beiden haben den Sohn des Gastgebers getroffen und der hat die auf die Farm seines Vaters hierher mitgenommen. Und die beiden hatten das dann auf Instagram gepostet und auch ausdrücklich gesagt, dass der Hamid gerne mehrere oder noch mehr Reisende treffen wollen würde und sich halt gern mit Touristen unterhält und auch gern einfach mal ein bisschen was von seiner Umgebung zeigt. Und da haben wir die gefragt und die haben den Kontakt hergestellt für uns, die Koordinaten gegeben und die Nummer und deswegen sind wir hier. Das ist quasi alles über Mundpropaganda, genau. So spielt das Leben. That's the story. Sind Babytomaten. Die werden dann in 2 Wochen ungefähr hinter uns eingepflanzt. Echt cool. Wir haben jetzt hier eine ausführliche Führung bekommen über diese Farm und es ist einfach super beeindruckend, wie die Leute es hier schaffen, im Sandboden einfach Tomaten, Gurken, Zucchinis, Auberginen und alles Mögliche anzupflanzen in den Gewächshäusern. Also ich bin total geflasht. Ich würde am liebsten sofort selber anfangen, hier irgendwie eine Farm aufzubauen, weil es ist super interessant. Die haben gesagt, 2021 haben sie das hier aufgebaut und seitdem sind sie ständig dabei, Experimente zu machen mit verschiedenen Böden und verschiedenen Steinarten auch. Also zum Beispiel hatten wir vorhin ja Vulkansteine in der Hand. Und was mich am meisten beeindruckt hat, ist dieses Wassersystem, was es hier gibt. Die Bewässerung erfolgt quasi nicht einfach wie bei uns, dass es von oben reingegossen wird und das war's. Das Wasser wird quasi unter der Pflanze wieder aufgefangen, läuft dann zurück und ja, wird wieder auf die Pflanze gegossen. So entsteht dieser Kreislauf und dadurch gehen 75% weniger Wasser verloren, was ja hier in der Wüste super wichtig ist. Und auch so verschiedene Dinge mit pflanzlichen Düngern und pflanzlichen Pestiziden, das ist alles wirklich mega interessant. Er hat auch gesagt, dass er sich das alles irgendwie selbst angeeignet hat, dieses Wissen. Also er ist nicht studiert, er hat sich so mit Experten und Agraringenieuren ausgetauscht und einer arbeitet wohl auch hier. Aber anscheinend ist es größtenteils Learning by Doing und das finde ich jetzt einfach noch viel cooler. Die bauen auch die ganzen Gewächshäuser selbst, die Bewässerungsanlagen, die Beete und sparen sich so natürlich auch eine Menge Geld. Also richtig, richtig cool hier. Ich bin beeindruckt.
لا كنت بس هذا خلنا نسلم هذا بعدين بس نسي اسوان اوكي كان شفنا اوكي ما كان شفنا سي. Die zweite Farm gehörte jetzt einem sehr, sehr guten Freund von Hamid und dort gab es Unmengen von Gemüse, was wir mitnehmen mussten. Es ist total krass, ich weiß gar nicht, wie wir das alles verarbeiten sollen. Also Faisal nimmt dann auch was mit nach Hause und verteilt es in der Nachbarschaft. Das ist halt hier so üblich, aber für uns ist es trotzdem total überwältigend. Wir haben auch noch Datteln bekommen, eine Riesenbox. Bin ich sehr, sehr happy drüber, weil ich die ja jetzt liebe. Und ja, wir werden jetzt noch mal schön gemeinsam Abendessen ein letztes Mal und morgen geht's dann los. Und es ist auch gut so, weil Hamid muss morgen auch weg hier. Er trifft sich mit seiner Frau und hat dann eine Hochzeit in Katar. Genau, da fahren die dann hin und wir fahren weiter Richtung Süden. Und da hat uns heute der Mann auf der ersten Farm noch einen guten Tipp gegeben. Da findet nämlich in seiner Heimatstadt, die auf dem Weg liegt, das Dattelfestival statt. Und das ist ein Event, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Das ist morgen der letzte Tag. Und ich denke, da werden wir nochmal anhalten auf dem Weg. I remember the days, all those years ago that never fade away. And I remember your face when you hit the ground. I can recall the time and place. Der halbe Tag ist schon wieder rum. Wir sind immer noch auf der Farm, aber es ist halt auch echt einfach wirklich schön. Tobi meinte schon vorhin, man kann sich jetzt wirklich vorstellen, hier irgendwie eine ganze Zeit lang zu versacken. Ja, vor allem halt, hier lernt man auch super viel. Also es ist einfach learning by doing. Das heißt halt, man probiert super viel einfach aus und man kann halt überall reinschauen, man darf überall reinschauen. Ja. Und das ist halt nicht selbstverständlich. Das macht uns auch Spaß. Zu dem Thema, wir durften heute einer Schafgeburt beiwohnen. Also wir haben ein ganz kleines, super mini kleines Lämmchen gesehen. Das war richtig süß. Mhm. Und danach durften wir beide unseren eigenen Baum pflanzen hier auf der Farm, was ich auch wirklich sehr, sehr beeindruckend finde. Also ich fühle mich sehr geehrt, denn keiner außerhalb von Saudi-Arabien hat jemals hier auf seiner Farm einen Baum gepflanzt und das ist, war einfach ein echt ein schönes Symbol für uns, finde ich. Überhaupt in Saudi-Arabien sowas zu machen als Europäer ist schon absoluter Wahnsinn. Auf jeden Fall. Und ich hatte es noch ein bisschen schwerer, muss ich dazu sagen. Ich musste erstmal den alten Baum, der leider tot war, den musste erstmal ausbuddeln und dann konnte ich den neuen erstmal einsetzen. Aber es war wieder eine mega Erfahrung. Auf jeden Fall. Super dankbar dafür. Ja, und jetzt wurden wir noch wirklich überreichlich beschenkt. Also neben dem ganzen Gemüse, was wir gestern schon bekommen haben, die 10 Kilo, gab es jetzt noch Früchte, es gab haufenweise Datteln. Und was ich richtig toll finde, ich habe einen wunderschönen Teppich bekommen, so ein Gebetsteppich. Genau. Und jetzt habe ich auch mal für meinen Kopf eine Kopfbedeckung. Ja, eine traditionelle saudi-arabische, dieses
Tuch, was alle immer umhaben. Auf jeden Fall sind das alles schöne Andenken, die natürlich dann auch später in unserem zukünftigen Zuhause einen Ehrenplatz kriegen werden. Ja, genau, uns ist warm, deswegen wir machen jetzt auch langsam los, Zeit wird's. Der Abschied fällt schwer, aber wir müssen eben fällt los. Fällt richtig schwer. Wir wollen ja heute noch auf unser Dattelfestival. Ja. Deswegen. Ich habe es ja schon so oft in den Videos gesagt gehabt und gemeint, dass jedes Mal, wenn man irgendwo ankommt und das Gefühl hatte, man ist angekommen, dann halt wieder loslassen muss. Und das ist, glaube ich, eins der, so was ich schon nennen, negativen Erfahrungen auf Reisen, also die mir und vielleicht auch vielen anderen halt schon ein bisschen zu schaffen machen, weil es ist halt immer super herzlich, man weiß halt auch nicht, wann man die Leute das nächste Mal wieder sieht. Aber er meinte, sein Tor ist jederzeit für uns offen. Wir sind hier jetzt übrigens in Al-Hasa und hier sollen angeblich mit die besten Datteln herkommen. Da bettelt man sich wohl in Saudi-Arabien ziemlich drum. Und hier ist ein riesengroßes Zelt aufgebaut. Also wahrscheinlich ist dieses Festival Indoor, nehme ich an. Die Saudis mögen es ja klimatisiert. Aber hier ist schon richtig, richtig viel los. Wir haben jetzt zwei Runden drehen müssen, um überhaupt irgendwo einen Parkplatz zu bekommen. Und ja, wir sind echt wirklich gespannt, wie das jetzt hier abgeht. So lecker. Das ist Datteleis. Irre. Wir haben gerade beim letzten Stand noch mal was richtig Leckeres entdeckt, und zwar Dattelbutter. Also die sieht aus wie Erdnussbutter, ist aber tatsächlich nur aus Datteln gemacht. Auch kein zusätzlicher Zucker. Ja, genau so sieht das aus. Und es schmeckt einfach unfassbar gut. Der Stand war auch schon fast ausverkauft. Also der Mann hat dann nur noch irgendwo in der hintersten Ecke ein paar Gläschen für uns gefunden. Ja. Und obendrein war es auch noch echt richtig günstig. Das hätte ich nie erwartet. Deswegen haben wir uns gleich mal ein paar Gläser mitgenommen. I found you a new one. I have more. I found a new one. Ja. Es ist so witzig. Das ist der Verkäufer. Und wir wollten von der einen Sorte mehr mitnehmen, aber er hat nur noch eins gefunden. Und jetzt kam er uns nach und meinte, er hat doch noch mehr gefunden. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu kommen. Es war richtig schön. Wir haben auch viel, viel mehr gesehen als nur Datteln. Also hier wurde so ziemlich alles verkauft, wie auf so einer kleinen Messe. Und wir sind super satt, also mehr als satt. Es gab Datteleis und natürlich Datteln in verschiedensten Variationen. Und wir haben auch ein paar Leckereien gekauft und ich bin mega happy. Und jetzt fahren wir noch ein kleines Stückchen weiter, weil wir ja nicht in der Stadt parken wollen. Schauen wir mal, ob wir ein ruhiges Plätzchen für die Nacht finden. Wir sind gestern Abend noch richtig, richtig weit gefahren, also über 300 Kilometer, 4 Stunden und 30 Minuten, glaube ich. Wir waren 11:30 dann hier am Strand, aber es hat sich auch gelohnt. Wir waren ja sowieso super voll mit Datteln, also Abendessen fiel sowieso aus und deswegen dachten wir, können wir auch noch ein paar Kilometer fahren. Und wir haben jetzt auch unsere Reisebuddies wieder eingeholt und werden heute den Tag hier noch zusammen am Strand verbringen.
Es ist wieder so eine Strandpromenade wie überall in Saudi. Also ich glaube, es gibt hier nirgendwo naturbelassene Strände. Und was auch ziemlich seltsam ist, dass hier keine Menschenseele ist. Also für uns ist es cool, es ist super ruhig. Wir haben hier mega unsere Ruhe. Und es gibt ja auch Gärtner, die sich um die Palmen kümmern und die Mülleimer leeren und so weiter. Aber ansonsten ist hier keine Menschenseele. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es im Sommer mehr wird, weil dann ist es viel zu warm. Aber sei es drum. Wie gesagt, für uns ist es schön. Wir machen uns heute noch einen ganz entspannten und erledigen ein paar Sachen. Dann geht's morgen weiter Richtung Wüste. Da hinten liegt übrigens Katar. Da sind wir gestern Abend schon an der Grenze die ganze Zeit entlang gefahren. Es ist ja auch wieder eine Halbinsel. Und ich denke, wenn es beleuchtet ist, sieht man es besser. Aber man kann es erkennen. Ich hatte noch so viele olle Äpfel und deswegen habe ich uns jetzt einen Apple Crumble gemacht. Fehlt zwar das Vanilleeis, aber es wird auch so lecker sein, hoffe ich. Guten Morgen. Morgen. Wir haben uns jetzt fertig gemacht. Wir haben schon gefrühstückt und alles zusammengepackt. Jetzt geht's gleich los. Und was ich noch sagen wollte, es ist eigentlich total witzig, weil ich gestern noch groß und breit erzählt habe, wie schön ruhig das hier ist und dass hier sowieso nie jemand herkommt. Und dann kamen gestern im Laufe des Nachmittags 15 Overlander, die jetzt alle hier mit uns in einer Reihe parken. Und ja, das Bezeichnende an der Sache ist eigentlich, das sind alles Deutsche und Schweizer. Die machen eine geführte Tour über mehrere Monate. Und diese Promenade hier ist ungefähr 2-3 Kilometer lang, aber die parken direkt vor uns. Ja, keine Ahnung, muss man nicht machen. Wäre auch ganz cool gewesen, aber es hat, glaube ich, keiner außer heute Morgen mit uns, da ging es eher um was Negatives, mit uns gesprochen. Ja. Also im Vorfeld auch nicht mal gegrüßt oder was beim Vorbeifahren. Wir sind super gerne mit anderen Leuten zusammen und wir unterhalten. Auch jeder hat seine Geschichte zu erzählen. Und das macht auch wahnsinnig Spaß, immer sich dann einfach auszutauschen. Das haben wir auch sehr gerne. Aber wenn das Verhältnis manchmal nicht so ganz stimmt, dann... Ja, das typisch deutsche Verhalten. Man sagt nicht Hallo, ja. Parkt aber dennoch vor dem anderen und hängt dann noch seine Unterwäsche auf den Gehweg. Aber okay. Ja, das genau. Fand man auch nicht so cool, weil tatsächlich in dem Moment auch eine arabische Familie mit Kindern vorbeigelaufen sind. Und ich glaube, da muss man das nicht unbedingt machen. Aber egal. Genug aufgeregt. Wir können es nur besser machen. Und deswegen fahren wir jetzt weiter, wie ich gestern schon gesagt habe, in Richtung Wüste. Die Rub al-Khali-Wüste ist ein richtig großer Teil von Saudi-Arabien. Und auf dem Weg zum Oman fahren wir quasi ja so dran vorbei, etwas durch, wie auch immer. Jedenfalls wird es, glaube ich, richtig schön. Wir freuen uns schon. Wir füllen jetzt nochmal unseren Tank und auch alle unsere provisorischen Kanister, weil die nächsten 600 Meter kommt nämlich nur eine einzige Tankstelle. Und da ist auch nicht immer klar, ob es Diesel jederzeit gibt oder nicht genug, was auch immer. Deswegen gehen wir jetzt auf Nummer sicher. Und ich glaube, im Oman kostet der Diesel tatsächlich auch ein bisschen mehr als hier.
wir sind endlich angekommen und die Strecke hat es mehr in sich gehabt als gedacht. Und der Spot ist auch gar nicht mal so schön. Wir sind hier, denke ich mal, auf so einer Art Großbaustelle, irgendein Tagebau. Und wissen auch gar nicht, wie es hier aussieht. Das werden wir dann morgen früh sehen. Auf jeden Fall war der Tag wirklich anstrengend. Wir hatten den ganzen Tag Gegenwind und sind kaum vorwärts gekommen. Und jetzt machen wir uns noch schnell was zu essen. Klassiker Nudeln. Und dann werden wir zusammen essen und dann, ja, werden wir, denke ich mal, auch fast schon ins Bett gehen. Ja, wie Tobi schon gesagt hat, es ist halt schon wieder dunkel. Und wir hoffen aber einfach, dass wir morgen aufwachen und es hier wunderschön aussieht. Mitten in den Dünen, vielleicht haben wir ja Glück. Und es gibt jetzt Nudeln, wie gesagt. Und was ich noch sagen wollte, wir haben heute wieder den nördlichen Wendekreis überquert. Irgendwo mittendrin auf der Strecke. Und das hatten wir ja tatsächlich letztes Jahr fast um die gleiche Zeit, als wir durch die Westsahara gefahren sind. Das wollte ich noch erzählen. Ja, die Umgebung ist auch am Morgen nicht viel schöner geworden als bei Nacht. Es ist halt wirklich eher so eine Art Baustelle, wie auch immer. Egal, wir hatten eine relativ ruhige Nacht. Die Trucks sind dann früh wieder hier lang gefahren. Deswegen sind wir auch relativ früh wach und fahren jetzt einfach erstmal weiter und hoffen, dass wir noch einen etwas schöneren Blick auf die Dünen erhaschen werden. Aber wir sind guter Dinge. Erstmal geht es jetzt an die einzige Tankstelle zwischendurch. Hoffen wir, dass wir da ein bisschen tanken können und dann geht's weiter. Ja, die Wüste ist jetzt doch noch schöner geworden als gedacht. Also wir sind super happy, dass wir einfach jetzt nochmal angehalten haben, bisschen Päuschen gemacht und jetzt laufen wir alle noch ein bisschen hier in den Dünen rum, weil es macht einfach richtig viel Spaß. Ja, das ist halt wie ein riesengroßer Sandkasten für Erwachsene, wahrscheinlich für Kinder auch. Diesmal ist es auch nicht so heiß an den Füßen und es sieht wahnsinnig schön aus. Also ich habe noch nie so roten Sand gesehen. Das ist schon ziemlich besonders, finde ich. Und es sieht halt mega unwirklich aus, als hättest du hier wieder irgendeine Filmkulisse hinter dir. Aber wir beenden das Video an dieser Stelle. Wir werden jetzt noch ein kleines Stückchen weiterfahren durch die Wüste und was uns dann nächste Woche erwartet, das seht ihr nächste Woche. Genau. Und wie immer würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst, für alle, die es noch nicht gemacht haben. Gerne fleißig in die Kommentare schreiben, das hilft uns immer ungemein. Genau. Und sehen wir uns nächste Woche wieder. Inshallah. Bis dann. Tschüss. Want to be good to see?